Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion GEMA. Die GEMA ist sehr umstritten. Zum einen wird sie sehr gelobt, meistens eben von den Musikurhebern. Die anderen, die die Musik dann später verwerten, haben eher viel Ärger mit ihr. Und so geht das Spiel immer hin und her. Auch einige Clubbesitzer und andere Location-Betreiber hatten schon so ihre Probleme mit der GEMA. Und hier erfahrt ihr jetzt alles rund ums Thema DJing, ob ihr eben auch GEMA-Gebühren abzuführen habt oder nicht. Generell vertritt die GEMA eben die Urheber, also die eigentlichen Ersteller von Musik. Und so werden dann die Einnahmen, die die GEMA generiert, wiederum an die Künstler ausgezahlt und mit einem kleinen Prozentsatz, den die GEMA dann für sich beansprucht, verdienen somit alle in der Kette was und die Musik wird eben anständig verwertet. Die GEMA muss man nur bei öffentlichen Veranstaltungen mit ins Spiel nehmen. Wenn ihr private Veranstaltungen habt, dann seid ihr von der GEMA befreit. Privat zählt eben sowas wie eine Hochzeit, Geburtstag oder eben Feiern im Kreis von Leuten, die ihr auch wirklich als Freunde bezeichnen könnt oder wenigstens Bekannte und die man eben alle so kennt. Wenn ihr nicht der Veranstalter seid, also als Veranstalter müsst ihr sowieso immer GEMA zahlen, aber wenn ihr eben nicht der Veranstalter seid, sondern eben der DJ, der ganz normal einfach für die Veranstaltung dann gebucht wird, dann solltet ihr euch schriftlich zusichern lassen, dass der Veranstalter die GEMA bezahlt hat. Ansonsten kann es sein, dass das Ganze an euch hängen bleibt, wenn sich später jemand beschwert. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden, dass du hier dann auch noch die Veranstaltungs-GEMA bezahlen musst. Alternativ kann man sich das Ganze auch im Gastspielvertrag zusichern lassen. Und dann bist du eben raus aus dem Schneider, denn die Veranstalter-GEMA hat auch der Veranstalter zu tragen, ganz klar. Insofern musst du dann nur noch GEMA-Gebühren zahlen, wenn du von deiner Musik Kopien anfertigst. Dann wird die Abgabe auch fällig, eben, obwohl du nicht der Veranstalter bist, sondern nur der DJ. Du musst keine Abgaben bezahlen, wenn du Musik verwendest, die von einer Original-CD stammt, von Original-Vinyls, aus einem offiziellen DJ-Pool oder eben digital erworbenen Songs. Denn hier ist im Kaufpreis dann schon eine Abgabe an die GEMA inbegriffen und somit bist du von der GEMA befreit. Also insofern du sowieso komplett immer nur mit Originaltracks arbeitest, dann egal von welchem Medium, musst du dir hier keinen Kopf machen. Abgaben werden fällig für illegale Downloads, ist sowieso ganz klar, denn für die habt ihr nichts gezahlt. Sowieso ist es nicht in Ordnung, kauft die Musik, aber eben theoretisch müsstet ihr für illegale Downloads auch GEMA bezahlen. Außerdem für kostenlose Downloads, die ihr irgendwo bekommen habt. Und eben dann Kopien von Originaltiteln oder aufgenommenen Titeln. Denn ihr könnt ja eben eine CD kopieren, eine eigene CD zusammenstellen. Ihr könnt eure digital erworbene Musik auch vervielfältigen. Und eben genau für jede dieser Vervielfältigungen müsst ihr dann eben an die GEMA bezahlen. Theoretisch müsstet ihr auch, wenn ihr zum Beispiel eine Sicherungskopie macht von eurer Musik, das Ganze dann eben anmelden und dafür bezahlen. Aber das ist natürlich schwer nachweisbar, ob ihr irgendwo zu Hause noch eine Festplatte vergraben habt, auf der ihr euer Backup habt. Und irgendwie ist das ja auch dann ein bisschen an der Realität vorbei. Und insofern hier zur Vollständigkeit halber, normalerweise müsst ihr auch für solche Kopien dann die Abgabe bezahlen. Aber man kann es euch ja eigentlich nicht wirklich nachweisen und sowieso erachten wir das auch als Quatsch. Die Mitgliedschaft bei der GEMA, wenn ihr also selber Urheberrechtsbesitzer seid von Musik, also ihr selbst Musik produziert, dann könnt ihr euch bei der GEMA anmelden. Das Ganze kostet 107,10 Euro als einmaliger Betrag und anschließend eine Jahresgebühr von 50 Euro zum aktuellen Stand. Sowieso immer alles, was wir eben hier an Zahlen für euch raushauen, das ist natürlich der aktuelle Stand. Da kann sich dann auch, bis du dieses Video siehst, etwas geändert haben.
Aber du kannst dich ja auch auf der Homepage der GEMA jederzeit über die aktuellen Beträge informieren. Und aktuell haben auch Mitglieder des BVD, also des Berufsverband Disc Jockey, die Möglichkeit, 20% Rabatt auf alle Tarife zu bekommen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und eben für alle, die Mitglied sind, solltet ihr das Ganze auch nutzen. Die Kosten für die Kopien könnt ihr entweder mit der Variante ja abwickeln, dass ihr eine Pauschale pro 500 Kopien bezahlt. Die beträgt aktuell 59 Euro. Und die Einzelabrechnungsvariante wäre dann wirklich pro einzelner Track. Hier müsst ihr dann eben abwägen, was ihr machen möchtet. Wenn ihr eine riesige Mediathek hier eben abzubezahlen habt sozusagen, dann wird sich wahrscheinlich lohnen, dass ihr die Pauschale benutzt. Aber wenn es sich hier nur um einzelne wenige Tracks handelt, dann ist es auf jeden Fall ja Quatsch, die Pauschale zu benutzen, sondern dann bezahlt ihr lieber jeden Track einzeln. Wenn ihr ein Mixtape aufnehmt, müsst ihr dafür theoretisch auch GEMA-Gebühren bezahlen. Pro Streaming kommen dann 0,025 Cent zustande, pro Play. Und nochmal drauf 0,005 Cent pro Minute und Play. Und beim Download wäre das Ganze dann 5,63 Cent pro Download eben. Also das muss man ja dann theoretisch ausrechnen und bei der GEMA alles melden. Und das ist natürlich auch für DJs ein wichtiger Punkt. Die Kosten für einen Remix, Mashup oder Bootleg eben, wenn ihr derartiges veröffentlicht, dann kostet das Streaming 0,375 Cent pro Play und 9,1 Cent pro Download. Eben auch wieder Beträge, die ihr dann ausrechnen und melden müsst. Und das Ganze gilt natürlich nur dafür, wenn ihr Musik verwendet, die ihr ja nicht besitzt, bei denen ihr keine Rechte habt. Wenn ihr euren eigenen Track remixt oder aus euren eigenen Tracks ein Mashup macht, ist natürlich ganz klar, dafür müsst ihr nichts bezahlen. Die aktuellen Tarife der GEMA findet ihr unter dieser Domain und hier solltet ihr dann auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn ihr dieses Video geschaut habt. Macht euch hier auf jeden Fall schlau. Es macht keinen Spaß, sich hier Ärger mit der GEMA einzuhandeln und das sind Beträge, die kann man noch aufbringen. Natürlich ist es blöd, es sind auch wieder noch Extrakosten, die auf einen zukommen. Aber das Ganze ist ja auch für einen guten Zweck, das macht Sinn, denn ihr möchtet ja auch, dass ihr immer weiter neue Musik zur Verfügung habt und das Ganze kommt nun mal von Produzenten, die von irgendwas leben müssen, die wiederum Mitglied bei der GEMA sind und ja, so verdienen diese Leute auch ihre Brötchen. In diesem Sinne, seid hier so ehrlich und macht da bei der GEMA mit. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.